Eigentlich hätte letzte Woche für Die Sims 4 alles so schön sein können. Das Säuglings-Update und die zusammenwachsende Erweiterung brachten viel Spaß ins Spiel, der aber durch ein unspielbares oder eher unstartbares Spiel überhaupt gar nicht erst aufgekommen ist. Die Situation im Detail und meinen Ausraster dazu in diesem Video. Leute, ich war in der letzten Zeit echt richtig sauer, bezogen auf die Sims. Vor einer Woche ist ja das große Säuglings-Update und zwei Tage später die neue Zusammenwachsen-Erweiterung erschienen. Das hat uns Spielern aber eine längere Zeit einfach gar nichts gebracht, weil die neue EA-App, die so ein bisschen Origin abgelöst hat, einfach nicht funktioniert hat. Und auch bis heute hat das Programm mit so vielen kleinen Fehlern zu kämpfen, dass ich mich einfach mal in diesem Video so ein bisschen auskotzen will. Ihr kennt ja vielleicht meinen Kollegen Micha von simtimes.de, mit dem ich auch den gemeinsamen Podcast Sim gehört habe. Und dem habe ich auch, als die Erweiterung erschienen ist, eine sehr unglückliche Sprachmemo geschickt, weil ich da wirklich auf 180 war. Ich glaube, in meinen Videos komme ich immer einigermaßen entspannt und ruhig rüber. Das bin ich manchmal nicht ganz so und da ist es dann auch so gewesen, dass ich mich einfach wirklich sehr aufgeregt habe. Sagen wir, hören einfach mal ganz kurz in die Memo rein. Ich war nämlich wirklich alles andere als begeistert. Dieser Spiele-Publisher, für den hier Sims rauskommt, der ist so riesig und die bekommen es nicht hin, so eine dämliche App zu bauen, die einfach nur meine 5 Spiele, die ich spielen will, runterzuladen. Das kriegt die einfach nicht hin, das ist so lächerlich. Die Memo ist ja jetzt auch schon ein bisschen her. Ich hatte echt nicht in Erinnerung, dass ich da so sauer war, aber es hat echt total genervt. Wir versetzen uns nochmal zurück am Dienstagabend, wo dann das große Säuglings-Update erscheinen sollte. Eines der größten Updates für Die Sims 4 seit langem und eines der wichtigsten vor allen. Haben sich bestimmt viele erwartungsvoll in die EA-App eingeloggt und wollten einfach nur ganz entspannt in Ruhe das neue Update herunterladen. Was aber dann leider doch ein sehr naiver Gedanke war, wie wir alle feststellen mussten, weil dann ein freundlicher Hinweis kam, dass man sich gerade nicht in die EA-App einloggen kann und dass das mit der Anmeldung nicht funktioniert hat. Ja, und ich glaube, das hat dann nicht nur eine Stunde gedauert, bis wir uns einloggen konnten. Nicht zwei, auch nicht drei. Ich glaube, ich habe es dann am nächsten Tag nochmal probiert. Bei mir hat es dann am nächsten Tag zum Glück geklappt. Ich glaube, jeder von uns hat Verständnis, dass wenn irgendein neues Spiel erscheint, welches ganz viele Spieler gleichzeitig spielen wollen, dass man dann vielleicht so ein paar kleinere Probleme hat. Aber ganz ehrlich, klar, Die Sims 4 ist auch relativ groß, aber dass nur durch ein Die Sims 4 Update, zugegebenermaßen ein sehr großes Die Sims 4 Update, die EA-Server komplett zusammenstürzen, darf das wirklich sein? Ich weiß nicht. Die EA-App ist auch gar nicht mehr so frisch tatsächlich. Schon seit 2021 gibt es da Tests mit irgendwelchen Spielern. Da denke ich doch mal, dass in diesem Zeitfenster es möglich gewesen wäre, noch ein paar Server mal bereitzustellen, dass wir da nicht auf solche Probleme stoßen. Und es wird dann auch noch besser, als dann zwei Tage später nämlich die Zusammenwachsen-Erweiterung für alle dann erschienen ist, sah die Sache nämlich dann ganz ähnlich aus. Da war es dann so, dass sehr viele Spieler Probleme hatten, sich einfach allgemein die Erweiterung runterzuladen. Entweder sie ist gar nicht aufgetaucht, der Download-Button war einfach ausgegraut. Das gab es ebenfalls. Es gab so viele verschiedene Fehler, es war total krass. Also ganz ehrlich, ich weiß, dass bei Origin diese Startschwierigkeiten auch da waren. Als Origin, glaube ich, im Jahr 2013 irgendwie frisch rausgekommen ist, hatten die da ebenfalls schon mit Problemen zu kämpfen. Wir sind doch jetzt ein paar Jährchen weiter. Es ist jetzt mittlerweile ganz normal, sich Spiele übers Internet runterzuladen, was auch 2013 noch relativ neu war. Und das Einzige, was ich doch einfach nur will, ist, dass ich in Ruhe einfach mein Die Sims 4 Pack herunterladen konnte. Ich hatte das Glück, bei mir hat zumindest der Download funktioniert. Dafür hatte ich aber einen anderen spannenden Fehler. Und zwar war es bei mir nämlich so, dass die EA-App die ganze Zeit behauptet hat, dass sie gerade dieses Pack herunterlädt. Aber am Ende war das Pack dann auch nicht bei mir im Spiel zu finden, weil einfach gar keine Dateien dafür heruntergeladen wurden. Diesen Fehler habe ich auch schon im Internet ganz oft gesehen. Es haben auch viele auf der EA-Seite ihre Probleme mit der EA-App geschildert. Und auch schon bei den älteren Packs für Die Sims 4 war es schon so. Ich bin mittlerweile fast so ein bisschen ratlos. Ich habe mich dann so beholfen, dass ich dann über einen anderen PC dann einfach dieses Pack heruntergeladen habe. Das hat dann irgendwie funktioniert. Aber EA, muss das denn sein? Ihr seid so eine riesige Firma, die so viel Geld hat.
Und wir Spieler sind ja auch immer sehr gewillt, euch die Sims 4 Packs zu bezahlen. Aber wenn das nicht funktioniert, dann können wir halt leider da auch nicht mehr so viel machen. Es ist ja vollkommen legitim, dass ihr wollt, dass die Spieler langsam dann auf diese neue EA-App umsteigen. Das finde ich ja auch vollkommen okay. Damit hätte ich gar kein Problem, wenn wir einfach sicher gehen könnten, dass die EA-App richtig funktioniert und man nicht einfach unnötig nicht auf sein Spiel zugreifen kann. Ich glaube, EA war das dann selber so ein bisschen peinlich. Sie haben dann auf Twitter geschrieben, dass sie irgendwie einen Workaround gefunden haben, mit dem dann so ein bisschen diese Probleme eingedämmt werden sollten. Hat dann aber leider auch nicht so ganz funktioniert. Und irgendwann gab es dann den Tweet, dass alle, bei denen der Download nicht funktioniert, dass sie dann einfach ihr Geld zurückbekommen und das dann theoretisch nochmal neu kaufen können. Das sollte dann scheinbar irgendwas ändern. Aber das ist dann echt ganz spannend. Wenn EA uns freiwillig unser Geld einfach wieder zurückgibt, dann weiß man schon, dass es relativ ernst ist. Und ich meine, auf Twitter habe ich auch wirklich sehr viel Hass darüber gelesen, auch natürlich vollkommen zu Recht. Ich weiß noch, an dem Abend habe ich, glaube ich, insgesamt fast 2 Stunden dafür verschwendet, irgendwie diese blöde EA-App zum Laufen zu bekommen. Es hat leider nichts gebracht. Hattet ihr damit auch so zu kämpfen wie ich? Schreibt mir das gerne in die Kommentare. Das würde mich natürlich sehr interessieren. Hoffen wir einfach mal, dass die Entwickler da jetzt auf jeden Fall noch dran arbeiten, die EA-App endlich so ein bisschen verbessern, dass wir bei der nächsten größeren Ankündigung, beim nächsten größeren Update dann nicht mit so einem Quatsch da uns beschäftigen müssen. Das wäre auf jeden Fall wirklich sehr vorteilhaft. Und dann würde ich sagen, man sieht sich bei einem der nächsten Videos hier auf simsblog.de wieder.